Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur archäologischen Luftbildschau 2022. Gerne hätte ich Ihnen wieder Luftbilder gezeigt aus der letzten Saison, aber der Sommer war so feucht und wir sind überhaupt nicht in die Luft gekommen. Darum gibt es heute ein spannendes Thema, einen nagelneuen Vortrag, den ich Ihnen nun vorstellen möchte. Er geht über kleine Grabenwallanlagen in Niedersachsen. Und schon geht's los mit dem ersten Bild. Wir sehen ein Spiegelei, so habe ich es gleich genannt, in der Nähe des Flugplatzes Hodenhagen. Seltsam. Was könnte das sein? Es sind ja, wenn man es wissenschaftlich ausdrückt, zwei Grabenringe um ein Zentrum. Was könnte das bedeuten? Und hier gleich das zweite Foto, das habe ich mal das Telefon genannt, von Grindau, ein Foto von Otto Brasch. Seltsam. Das dritte, was wir sehen, hier jetzt das Labyrinth von Hemsloh, das liegt zwischen Nienburg und Sulingen. Mitten im Getreide ein Gewirr von kleinen Gräben. Wozu? Und hier ein Haferfeld im ganz späten Sonnenlicht in einem Sommerabend sieht man ein Rechteck, 8 x 12 Meter, ein Graben. Wofür? Wir haben damals vom Fenn aus dort mal mit dem Pirkheuerstab, mit der Hohlsonde, mal ein Profil genommen. Aber was ist rausgekommen? Ein Graben um ein Rechteck. Dann gibt es aber schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren auch immer Meldungen aus den Landkreisen von Heimatkundigen, die sagen, hier, wir sind im Wald auf so eine Wallanlage gestoßen. Mehr rund, mal eckig, groß, klein. Ist da vielleicht was Besonderes gewesen? Eine Schanze aus der Schwedenzeit oder ein Römerlager? Ich habe mal dann eine dieser beiden Anlagen angeguckt bei Rodewald und mit dem Metallsuchgerät vor 20 Jahren auch mal abgesucht und es kam Infanteriemunition, Zweiter Weltkrieg, mehr nicht. Also, heute geht es um die Frage, diese kleinen Anlagen, die wir im Luftbild sehen und auch direkt im Wald, wozu haben sie gedient und wie alt sind sie? Und ein großer Fortschritt da war, dass im Jahre 2018 Niedersachsen komplett beflogen wurde mit dem Hubschrauber und von dort wurde ein Laserstrahl auf die Erdoberfläche geschickt. Im Idealfall pro Quadratmeter 75 Millionen Laserpunkte. Und zunächst wurde mit diesen Laserstrahlen alles aufgenommen, moderne Bebauung, Flüsse, Fauna und Flora. Und im zweiten Arbeitsschritt wurde dann alles weggerechnet mit einer Software, und es blieb die nackte Erdoberfläche, aber mit all den Dingen, die dort mal gegraben wurden. Oder eben, man sieht Deiche, man sieht Bombenkrater. Hier sehen wir jetzt mal ein Bild von einer großen Waldfläche mit vielen Bombenkratern. Und oben rechts in der Ecke sehen wir aber auch schon wieder so eine merkwürdige, rechteckige kleine Anlage. Aber toll! Hunderte kleiner Anlagen zeigten sich mit dem sogenannten Airborne Laser Scanning, ALS, oder auch LIDAR genannt, in Niedersachsen. Hunderte Anlagen in den Landkreisen Celle und Heidekreis, aber auch Verden, Gifhorn, Uelzen, Harburg, Lüneburg, hauptsächlich dort, wo noch viel Bewaldung ist. Und jetzt geht es ja dazu, zu der Frage, wie finden wir jetzt raus, um was es sich gehandelt hat? Die Funktion und das Alter dieser Anlagen, dieser vielen. Wie könnte man das machen? Mit allen möglichen Methoden, Absuche auf dem Acker, Geomagnetik, Pirkauerstab, habe ich eben schon erwähnt, Metallsuchgerät. Ich kann aber gleich sagen, bei allen Versuchen waren negative Ergebnisse. Was dann? Was kann man machen? Man kann die Kartenwerke, die älteren, anschauen. Da hätten wir einmal
unser erstes großes Kartenwerk für Niedersachsen von 1764 bis 1784 wurde die ganze Landesfläche aufgenommen von zwei Offizieren des Hannoverschen Ingenieurskorps, die sogenannte Kurhannoversche Landesaufnahme. Und dann haben wir die erste richtige topografische Karte aus Preußen, ungefähr 1877 bis 1912, hier aus Niedersachsen. Und wir sehen dann auf der Kurhannoverschen Karte tatsächlich manchmal diese kleinen Anlagen eingezeichnet, inmitten einer großen, öden Fläche. Nanu, öde Fläche? Ja, es war damals viel weniger Bewaldung als heute. Der Wald war schon sehr ausgenutzt worden durch Vieheintrieb. Man brachte Schweine, Rinder, Ziegen und Schafe in die Wälder zum Grasen. Man hackte an den Bäumen herum für Brennholz. Man brauchte Holz für Kohleverhüttung, für Schiffbau. All das führte dazu, dass der Wald immer laufend weniger wurde. Und Hagen Grebner hat in der Kunde dazu schon mal 2017 einen Überblick gegeben über diese Landschaftsentwicklung. Und aus dem habe ich dann viel entnehmen können. Auch der Forstdirektor aus Gifhorn, Herr Jürgen Delfs, hat dazu viel gearbeitet. Und wir sehen an dem, was Sie geschrieben haben, es war überall um die Dörfer ein allgemeines, die Allmende und manchmal dann dazwischen diese kleinen Anlagen, wo dann zum Beispiel dran steht BZ, sagen wir mal BZ Masemann als Eigennamen. Das gehörte also jemandem. Und was war dort dann gewesen? Also, inmitten der großen Flächen, die inzwischen mit Heide bewachsen waren, wo die Schafe liefen, kam jetzt noch ein wichtiges Tier hinzu, die Biene. Florian Friedrich, der sich auch mit der Entwicklung der Kulturlandschaft in Niedersachsen sehr involviert darin ist, der hat in den Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 2004 dann viel dazu schon erarbeitet, auf das ich mich dann berufen konnte. Und er hat dann festgestellt, wie intensiv damals die Bienenhaltung gewesen ist. Und er schreibt zum Beispiel, im Jahre 1589 wurden für den Bereich des heutigen Landkreises Celle ohne das Gebiet des heutigen Stadtkreises insgesamt 16.773 Leibimmen von 460 viehscherzahlenden Imkern verzeichnet. 16.773 Leibimmen, das ist nicht nur ein Korb von Bienen, 16.000 Bienenkörbe, sondern das waren nur die Völker, die überwinterten. Im Sommer kam noch mal ein Mehrfaches hinzu. Wozu brauchte man so viel Bienen? Nicht nur für Bienenhonig, wie wir heute immer denken, sondern vor allem natürlich für Beleuchtung. Bienenwachs, darum ging es. Bienenwachs für Kerzen. Und darum entstand hier eine große Imkerei in diesen Landkreisen in der heutigen Lüneburger Heide. Gucken wir mal, ob wir dafür Belege finden jetzt. Einmal hat Florian Friedrich hier den sogenannten Striepen-Immenzaun gefunden. Er baut im Jahre 1667 und so steht es im Hausbuch der Amtsvogtei Beden-Bostel. Wir sehen so einen ovalen Graben mit Wall, in dem der Bienenstand stand. Und als nächstes Habichhorst Nummer 2, auch verzeichnet, von 1717. Ein mehr ovaler Wall. Und dann haben wir als nächstes hier von Bären Immenzaun im Bereich von Rethem, der auch in der Kurhannoverschen Landesaufnahme zu sehen ist. Hier ist das ein Luftbild, was ich selbst gemacht habe. Ich habe jetzt überlegt, es gibt so viele Formen und habe jetzt versucht, mal ein bisschen so eine Typologie dieser kleinen
Grabenwallanlagen herauszustellen. Das ist überhaupt das Ziel dieser Arbeit. Und ich fange mal an mit den Anlagen, die zum Bienen, zur Imkerei gehörten. Als erstes sehen wir hier einen richtigen Bienenzaun, den Sie heute auch noch angucken können. Der steht im Autobahndreieck Bremen, Hamburg, Hannover, genau wo dieses Dreieck ist. Dort ist die Krehlinger Heide und wir sehen hier einen Bienenzaun in Form eines Quadrates aus Holzplanken, errichtet 1750 von Heinrich Christoph Heldberg für 235 Taler, schön aufgebaut wieder. Und wir sehen hier die rundherum in diesem Quadrat von 10 mal 10 Metern stehen die Bienenkörbe alle übereinander angeordnet. 1899 auf der preußischen Landesaufnahme sehen wir von genau diesem Typ Plankenzaun, Quadrat, gleich 6 Stück südlich der Ortschaft von Oldau. Ich habe Ihnen das hier mal markiert. Ein Bienenstand nach dem anderen. Dabei ist jetzt diese Form des Immenzauns ist schon eine Endstufe in der Entwicklung. Am Anfang, da reicht es, dass man einen runden Graben ausgehoben hat und der Wall wurde nach innen eingeschüttet. An den Wall wurden die Bienenstände gestellt und darüber kam noch ein Verdeck. Hier in dieser Aufnahme, die Sie jetzt sehen, von Heinrich Riebshoff habe ich das, von direkt aus der Familiengeschichte, da sehen wir, hat man die Körbe sogar nur auf den Boden gestellt, aber mit einem Verdeck, weil der Korb geschützt werden musste vor Sonne, dass er sich nicht zu erwärmt, zu stark, und auch gegen Regen. Also, am Anfang ein einfacher Graben, Erdwall, da drin die Bienenkörbe im Kreis gestellt. Manchmal wurden dann diese Wälle auch noch bepflanzt mit Buschwerk als Schutz gegen Weidevieh, damit die da nicht reintrampelten, und geknickt die Zweige, dann nannte man das einen Knickwall. Und auf jeden Fall war es Privatbesitz inmitten der Allmende. In runder Form gab es das und in ovaler Form. Hier haben wir mal ein Beispiel von einem Bienenzaun der Winsener Kirche, hat auch Florian Friedrich entdeckt, der Bienenzaun der Winsener Kirchengemeinde Winsen-Aller. Ich habe mal im Gelände letztens ein Foto gemacht davon, so sieht er heute aus, noch gut erhalten und richtig deutlich zu sehen im Wald. Auch sieht man schön eben, dass das wirklich ein beachtlicher Erdaufwurf war. Einen vergleichbaren Zaun gibt es bei Wildeshausen, Prinzhöfte, 77. Und weitere Beispiele, Lindwedel, Fundstelle 21, Brelingen, Fundstelle 4. In Essel, Fundstelle 29, hat man scheinbar von beiden Seiten den Erdwall aufgeworfen, den ovalen, sodass sich ein schöner plastischer Eindruck ergibt. Genau wie in Wolthausen Nummer 5. Und dann haben wir noch hier diesen Wall, so mehr oval, auch mit einem 5 Meter breiten Wall. In Groß-Alsdorf liegt der geschützt so in einem Tal. Und ich bin dort gewesen, habe mir das angeguckt und habe gedacht, vielleicht ist es ein Bienenzaun, vielleicht aber auch eine Nachtweide, also ein Ort, wo man nachts das Vieh hinbrachte. Der Schäfer ging nicht ganz zum Dorf zurück mit dem Vieh und das konnte dort übernachten. Da kommen wir noch drauf. Und dann haben wir hier noch Eikenrode Nummer 1. Da ist das Besondere, dass der Erdwall von innen nach außen aufgeworfen wurde. Und dann noch als letztes Beispiel für runde und ovale Bienenzäune haben wir Marbostel 39.
mit zwei merkwürdigen quadratischen Bodeneingriffen, habe ich mir angeguckt vor Ort. Und das sind wahrscheinlich von Maschinen gemachte Eingriffe, vielleicht vom Militär. So, damit haben wir schon mal eine Gruppe der kleinen Wallanlagen, die für Imkerei genutzt wurden. Man nannte all diese Stellen dann ganz unterschiedlich mal Immentun, Immenzaun, Bienenstand. All das bezeichnet immer den Ort, wo so wo so Bienenkörbe aufgestellt wurden, entweder auf Holzpaletten oder direkt auf die Erde. Dann komme ich mal zur zweiten Form, das ist die quadratische oder rechteckige. Und wir sehen als erstes ein Foto von Großhäusling, ein Luftfoto. Und Otto Brasch hat dazu gesagt, das könnte ja eine Grabanlage sein. Eine Grabanlage. Ja, das wäre doch mal was. Genau wie hier in Bordenau das nächste Foto aus dem Jahr 2020. Da sehen wir auch dieses rechteckige. Aber leider ist es nichts mit Grabanlage, sondern es ist wieder der rechteckige Bienenzaun, egal wie es stand da drin, eben dann diese Anlage, wie wir sie in Krelingen gesehen haben. Manchmal war sie schlichter hergestellt, einfach mit Heidekraut zum Beispiel in der äußeren Front. Aber auf jeden Fall war es wichtig, dass die Bienen nicht austrockneten und dass sie auch Zugang zu Wasser hatten. Hier sehen wir eine Biene, die Wasser holt. Und meine Idee ist, dass diese Gräben um die Anlagen auch dazu dienten, dass die Bienen dort aus dem stehenden Wasser sich Wasser holen konnten. Und das wurde dann eben sozusagen ventiliert im Stock, damit die Brut nicht zu heiß wurde. Manchmal erscheint auch dann so ein Quadratgraben in einem Grabungsplanum, zum Beispiel in Landesbergen war das mal so, und dass man sich fragte, wozu könnte dann dieses Quadrat gedient haben, dieser Graben. Ja, hier haben wir noch dann Beispiel dafür, einmal hier Hohne Nummer 9 im breiten Fährbusch hat Herr Friedrich gefunden, genau wie auch Ummern Nummer 2 vom 1786, so ein bisschen leicht verschoben, das Rechteck. Und dann habe ich hier noch dieses Luftfoto, das habe ich mir freundlicherweise Herr Dr. Song gegeben, aus dem Kölner Becken. Da sehen wir jetzt mal so ein Quadrat bei Köln im Getreidefeld und das ist wirklich eine römische Grabanlage. Im Vergleich nochmal hier diese Rethe Moor Nummer 51. Also wenn man jetzt einfach nur von der Form geht, dann ist die Vergleichbarkeit schon gegeben zwischen Grabanlagen und Bienenzäune. Hier sehen wir nochmal in Hitzacker in einem Dünental gleich mehrere der quadratischen Wälle. Ich vermute mal, in der jüngeren Zeit, da hat man auch dann so Art von, in der Form von Schokoladentafeln solche Wallanlagen gebaut. Hier haben wir eine Anlage aus Gockenholz, die auch in der preußischen Landesaufnahme von 1899 erscheint. Und hier nochmal eine bunte Umsetzung, eine grafische davon, sehr beeindruckend. Aber ich glaube, diese rechteckigen, länglichen Anlagen sind einfach auch wieder relativ neu. Und da drin stand dann auch ein länglicher Bienenstand. Es gab sogar welche, die man abbauen konnte, die also transportabel waren. So, das waren die rechteckigen und die runden Anlagen. Und dann gibt es auch unbestimmte. Hier zum Beispiel sehen wir eine Hasefeld 134. Der Kreisarchäologe hat da sehr viel probiert, um herauszufinden, um was es sich handelt, aber es gab kein Ergebnis. Und ich vermute, es ist auch ein Bienenstand gewesen, wo man sich aber nicht viel Mühe gemacht hat, da jetzt eine schöne Form zu erzeugen. Die interessantesten Formen sind dann die vom Typ Bosse, so habe ich die mal genannt. Wir gucken noch mal auf den Anfang.
Striepen im Zaun. Wenn wir da noch mal genau hingucken, dann sehen wir, dass da, ich habe das etwas nachmarkiert, noch ein Quadrat im Inneren erscheint. So, und das ist eben eine sehr beliebte Form der Immenstellen, die in zahlreichen Variationen zu finden ist. Zum Beispiel erinnern Sie dieses Spiegelei von Bodenhagen, das ist auch ein Bienenzaun gewesen, wo innen drin dann der Stand gewesen ist. Und außenrum um den Innengraben ist so etwas wie eine Immunität, also wo man dann sagen konnte, was hast du hier zu suchen? Das ist unser Privateigentum, bitte entferne dich hier. Und Hagen Gräbner hat geschrieben, dass das wahrscheinlich sogar die wichtigste Funktion war dieser Immenstellen, dass man eine sichtbare Markierung als Eigentums- und Gebietsschutz da hatte. Im Jahre 2014 hat Hans-Otto Pollmann im Landkreis Minden-Lübbecke ein solches Objekt näher untersucht in Raden-Heuweg. Wir sehen hier das Luftfoto zuerst und dann nochmal etwas in der Vergrößerung, den äußeren Graben im Getreide und innen das Quadrat. Und er hat dann dort gegraben und er schreibt eben, das Zentrum war im gelben bis rötlichen anstehenden Sand. Im Zentrum war eine Reihe dunkler Bodenverfärbungen zu erkennen, von denen einige vielleicht Pfostengruben sein könnten. Da keinerlei Funde vorhanden waren und auch die Strukturen keinerlei Hinweise auf eine zeitliche Einordnung gaben, wurde eine Holzprobe genommen, die ein Kalenderalter von 1444 bis 1633 ergab. Das Fehlen einer Holzpalisade und die geringe Größe der Gräben schließen einen effektiven militärischen Schutz aus, weshalb für Herrn Pollmann dann entweder eine Holzhütte für Geräte oder Heu in Frage kam oder auch eine Funktion als Immenhof. Und auch der Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen hat im Jahre 2001 in Bosse, daher habe ich diese Stellen jetzt so genannt, eine ähnliche Anlage dann archäologisch untersucht. Und dort war dann zuerst auch die Idee, dass es sich vielleicht um eine kleine Burg handelte. Es wurde auch eine Rekonstruktionszeichnung angefertigt. Aber wenn wir den Grabungsplan sehen, dann erkennen wir eine doppelte Pfostenreihe rundherum im Innenraum. Und ich vermute, das waren wieder die Ständer für den Bienenzaun. Immerhin gelang es auch dort, eine C14-Datierung zu nehmen. Und die Probe, die ergab dann ein relativ frühes Datum von 1380 plus minus 55 Jahre. Hier noch ein paar weitere von diesen Anlagen vom Typ Bosse. Einmal Gretem Nummer 36, 12 mal 12 Meter ist das Innenquadrat. Gilten Nummer 20, Lachendorf 35, auch wieder mit einer schönen beidseitigen Anschüttung, sodass das sehr schön plastisch scheint, außen der Ring. Großhäusling Nummer 61, da ist dieser Innenraum wie so ein etwas hochgewölbter Podest zu sehen, sehr schön. Auch hier nochmal die Spiegeleiform in Eilwisse 38 und in Rodewald 47. Und dann sehen wir noch hier eine Anlage in Rodewald, die schon lange Zeit eingeebnet ist. Aber immerhin sieht man auf der preußischen Landesaufnahme auch da wieder noch das Innenquadrat eingezeichnet und außen herum dann den äußeren Graben. Damit bin ich am Ende von dem Thema Imkerei
und habe jetzt alle diese kleinen Anlagen genannt, die eben dazu zu zählen sind. Was gibt es denn jetzt an anderen Deutungen noch für die kleinen Graben-Wallanlage? Welche anderen Funktionen können wir da feststellen? Es ist ja so, dass mit dem drastischen Rückgang des Laubwaldes im 17. Jahrhundert ging das los, dann auch ein drastischer Rückgang der Schweinehaltung dort verbunden war. Wir haben da noch alte Bilder, zum Beispiel aus dem 16. Jahrhundert hier ein Bild von der Schweinemästerei im Eichwald. Auch hier mal so ein paar Schweine habe ich mit hier Ihnen als Bild mitgebracht, die so sich schön wühlen draußen im Gelände. Aber das wurde immer weniger. Und Delf schreibt, dass im Jahre 1677 noch 240 Schweine im Bahnbruch gemästet wurden. 1731 waren es nur noch 60. Und immer mehr nahm in dieser Zeit die Schafhaltung zu. Insbesondere natürlich die Heidschnucken. Und das war eine sehr schöne Symbiose dann mit der Imkerei, weil die Schafe durch das Laufen, durch die Heide, dann auch die ganzen Spinnengewebe gleich mit zerstörten, wo die Bienen hätten drin dann festsitzen können. Also das passte miteinander und wechselte auch oft. Es gab also, so habe ich festgestellt, dann Bienenzäune, die später zu Schafhaltungen wurden und wahrscheinlich auch umgekehrt. Nur ist die Frage wieder, wie kann man das jetzt dingfest machen? Und da gab es zum Beispiel jetzt, was mich freute, eine Anlage in Eelze, Wedemark, Eelze 13, wo in der kurhannoverschen Landesaufnahme mal ein Schafstall deutlich eingezeichnet ist. Und jetzt sehen wir den hier im ALS-Scan und wir sehen, dass er anders ist als die Bienenzäune. Ist ja logisch. Bei der Bienen, beim Betreuen der Bienen braucht man einen kleinen Stand und bei der Haltung von Schafen und Großtieren, Schweinen und Kühen, da braucht man Gatter, wo man bestimmte Tiere voneinander scheiden kann. Also da braucht man viel mehr Raum und viel mehr Abteilungen und ein Zentrum, wo man die Schafe immer drum rumlaufen lässt, brauchte man nicht. Ja, und wir sehen das hier in Eelze sehr schön. Wir sehen einen Schafstall mit Graben rundherum und rundherum dann noch einen weiteren Bereich, ein Gatter, ein Außengatter. Und danach habe ich jetzt mal geguckt nach weiteren Beispielen, die ähnlich sind. Zum Beispiel in Medingen oben in der Heide sehen wir hier ein 100 Meter langes Gehege und auch am Ende diesen Schafstall, so deute ich den. Oder hier in Bahnsen sehen wir solche langen Wälle, die sicher irgendeine Art Viehtrieb regulieren sollten. Und in Bahnsen 6 gleich mehrere große Anlagen. Und wenn Sie genau hinsehen, ist da auch dann so ein kleines Rechteck mit immer drin. Mehrere sehen wir. Mehrere Anlagen mit Rechtecken. Das waren die eigentlichen Schafställe, wo man nachts die Schafe reinsperrte. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Schafstelle, diese kleinen Rechtecke, einen deutlichen Hinweis geben für Schafhaltung, aber auch noch etwas anderes Kurioses, nämlich eine Art Zweiteilung. Das ist ein ganz neues Ergebnis jetzt dieser Untersuchung. Eine Zweiteilung. Sehr schön sehen wir das hier in Amelinghausen am Rande des Lobautales. Die Form dieser beiden Ovale erinnert irgendwie an eine Lunge. Und der Schäfer Jörg Hemsoth bei Pferden, den habe ich danach befragt, was das bedeuten könnte. Und er meint, dass man vielleicht in der Nacht die Herde geteilt hat in milchgebende Mutterschafe und in Lämmer. Und am Morgen wurde dann zuerst
die Herde abgemolken, bevor wieder die milchgebenden Schafe mit den Lämmern zusammenkamen. Also, diese beiden Kriterien haben sich als nützlich erwiesen, Zweiteilung der Struktur und eben dann dieses rechteckige kleine Fundament der Ställe. Schauen wir uns das einmal im Gelände an. Da haben wir hier Marxen am Berge, wo direkt auch nachgewiesen ist, dieses Fundament des Schafstalles in einer Steinsetzung aus Granitsteinen von 19,5 Meter Länge und 2,6 Meter Breite. Und das ist schon verzeichnet in der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1776. Und als nächstes ein ganz kurioses Ding. Wer das zum ersten Mal sieht, ist sprachlos. Was hat das zu bedeuten? In Oldendorf 146, da sehen wir inmitten der Heidefläche in einem Laubwald ebenfalls eine Stallung und eine vierfache Grabenwallanlage nach der einen Seite. Und wir können uns das nicht anders erklären, jedenfalls der Schäfer kann es sich nicht anders erklären, als dass das auch der Milcherzeugung diente, dass die Schafe, die Milch gaben, in diese Gassen eingetrieben wurden und am Ende wartete jeweils eine Melkerin oder ein Melker, um da Milch dann von zu nehmen, bevor sie wieder in der Herde zusammenkamen. Vielleicht irren wir uns, das gilt ja überhaupt für meinen Vortrag heute, wenn Sie eine bessere Idee haben, was das sein könnte, also wozu diese Gräben gedient haben, dann wäre ich erfreut, davon zu hören. Also, kein Anspruch auf Garantie hier, aber es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit für Schafhaltung. Hier in Oldendorf sehen wir wieder Oldendorf 217, außen das Gehege und in der Mitte der Stall, wo ein Weg hinführt. Oder hier in vier Höfen, boah, auch eine gewaltige Anlage mit vielen Ringen und vielen Kammern zur Absonderung des Viehs. In Galsdorf oben in der Heide, ganz futuristisch, eher mit rechteckigen Strukturen, die Zweiteilung, in der Mitte aber wieder der ehemalige Stall. Und der Schäfer sagte, das sei nicht so gut, das würde eher zu Verletzungen führen. Besser wären runde Strukturen. Wie hier wieder in Amelinghausen. Wir sehen wieder die Lunge und rundherum die Vergrößerung. Und in Oldendorf dann noch als letztes Beispiel der Stall. Zur einen Seite mit einem kleinen Flügel und zur anderen wurde das immer größer. Und damit bin ich jetzt auch schon bei einem nächsten Kapitel, nämlich, dass es immer auch Erweiterungen gegeben hat. Ja, und anhand dieser Erweiterung stellt sich ja die Frage, eben wie viel Platz brauchte man eigentlich? Zum Beispiel auch bei den Bienenzäunen. Wir sehen hier bei von Beeren im Zaun in meinem Luftbild ja irgendwie eine Erweiterung. Zu Anfang gab es einen kleinen Graben und später dann diesen rechteckigen Bienenzaun rundherum. Und es gibt da einen schönen Bericht, eine merkwürdige Observanz, so heißt es hier in einer Eintragung der Amtsvogtei, dass der Imker neben die alte Immenstelle trete, mit der linken Hand sein rechtes Ohr ergreife und mit der rechten rücklings unter dem rechten Arm, unter dem linken Arm weg, seinen Honiglöffel schmeiße und dann noch dreimal das wiederholen dürfe. Und das wäre dann die Ausdehnung, die er in der Allgemeinheit dann für seinen Stand einnehmen darf. Man sieht daran, der Mensch war immer schon darauf bedacht, möglichst viel Eigentum zu erwerben und das sollte dem wohl vorbeugen, diese merkwürdige Observanz. Und in einer anderen Akte steht, es soll ein Bienenstand etwa 125 Fuß, also 37,5 Meter lang
und breit sein. Dafür sehen wir jetzt ein paar Beispiele, zum Beispiel Meißendorf Nummer 6 mit so einer Ausbuchtung als Zusatz. Dann hier in Starkshorn sehen wir, dass ein ursprünglicher Ovalgraben immer mehr vergrößert wurde, von 60 mal 40 auf 500 mal 250 Meter. In Thören sehen wir einen Immenzaun von Typ Bosse in der Mitte, der dann auch durch lauter neue Einhegungen, wahrscheinlich für Schafhaltung, schließlich 270 mal 150 Meter einnahm. Und so ist es dann auch noch im Wiehengebirge zwischen Fährte zu sehen und Wallenhorst. Da gibt es noch 50 große Anlagen, die dort bis heute so unter dem Wald verborgen liegen, als Zeugnis der Waldweidewirtschaft in der Allmende. Dazu habe ich jetzt auch noch hier ein schönes Bild von Abel Grimmer, ist dem jedenfalls zugeschrieben, von 1619. Und wir sehen, wie intensiv der Wald da genutzt wurde. Vorne links die Schweine, dahinter sehen wir die Leute, die da drauf rumhacken auf einem Baum. Wir sehen Ziegen und wie Holz abtransportiert wird. Und so war das in Niedersachsen auch, bis fast nichts mehr da war. Wir hatten um das Jahr 1800 hatten wir nur ein Drittel des heutigen Waldbestandes in Niedersachsen. Und die Leute haben dann zum Beispiel hier, wie auf einer Karte zu sehen ist, einer alten von Anderten, haben dann ihre Äcker schon eingehegt mit Flechtzäunen, damit das Vieh da nicht raufkommt. Und wir sehen, dass die Bäume alle schon unten ganz kahl sind. Es gibt nur noch oben große. Und Herzog Johann Friedrich von Hannover hat 1678 angeordnet, dass jetzt mal aufgeforstet werden müsste. Für einen Baum, der gefällt wird, sollten 6 gleiche Bäume neu gepflanzt werden. Aber wenn dann ein Vogt kam in die Dörfer und hat gesagt, hier, ihr müsst euch mal beteiligen an der Wiederaufforstung, dann schickte das Dorf nur, so heißt es in einer Nachricht, nur Alte, Kranke und Kinder. Und es war eine große Unwilligkeit, sich dafür herzugeben, dann irgendwie neue Waldungen anzulegen. Das änderte sich erst mit der grundlegenden Wende, die die Gemeinheitsverteilungsverordnung von Georg III. Brachte. Am 25. Juni 1806 kam diese Verordnung und die führte dazu, dass die allgemeinen Flächen aufgeteilt wurden. Erst zwischen den Dörfern und dann jeweils im Dorf auch zwischen den einzelnen Besitzern, sodass es kein allgemeines mehr gab, sondern nur noch Privateigentum. Und ab dann wurde aufgeforstet, weil ja jetzt jeder für sein eigenes Gut sorgen wollte. Und es gibt auch Aufforstungsmaßnahmen, die sich dann im Airborne Laserscan abzeichnen. Hier zum Beispiel sehen wir eine Fläche bei Ilster, die sieht gewaltig aus, nach Meer, das Braune und Orange. Das ist sozusagen eine Hochfläche, wo eine Niederung rumgeht in Grün. Und da sehen wir Gräben, die wahrscheinlich dann Pflanzflächen beinhalteten. Schon 1450 ist hier das Häck bezeugt. Und genauso einfach fällt die Deutung in Olsen 50, da heißt das altes Gehege, hier diese große runde Umwallung. So, wir kommen zu einer weiteren Kategorie von kleinen Wallanlagen, und zwar für die sogenannten Nachtweiden. Und zwar hat der Schäfer dann manchmal so weit vom Dorf entfernt die Herde gehütet, ob nun Schweine oder Rinder oder Schafe, dass er die dann über Nacht irgendwo lassen musste. Und der Forstdirektor Delfs hat zum Beispiel in Barwedel ein Objekt dann dafür gehalten. Wir sehen auch wieder eine ovale Umwallung, die ganz gut dafür passen würde. Allerdings jetzt mit dem LiDAR-Scan sehen wir,
innen auch wieder recht, eine rechteckige, eine quadratische Struktur. Also war es in dem Fall doch wohl wieder nur ein Bienenzaun. Aber es hat das gegeben. Und das ist nicht immer einfach, jetzt zu sagen, das könnte ein Bienenstand gewesen sein oder eine Nachtweide. Vielleicht könnte man es mit einer Phosphatbeprobung im Innenraum untersuchen oder dann nochmal versuchen herauszufinden, ist aber noch nicht gemacht worden. Dann gab es noch große Gehege, die wir auch im Gelände finden, die zeige ich jetzt nicht, aber nachgewiesen sind Jachtgehege der Zeller Herzöge und auch dann ein Kaninchengehege bei Celle. Mir ist wichtiger, dass ich bei den kleineren Anlagen bleibe und da komme ich jetzt zu was ganz Seltenem. Hier sehen wir eine Landkarte, die preußische Landesaufnahme zeigt hier den Stillen See bei Lichtenhorst und da drin eine Insel um das Jahr 1900. Heute ist dort eine Ortschaft, Lichtenhorst. Und diese Insel ist immer noch da, den See gibt es nicht mehr. Und wir sehen, es ist eine ganz markante Erhöhung mit einer Schale innen drin. Hier nochmal als bunte Grafik. Was könnte das sein? Ganz in der Nähe habe ich im Luftbild noch etwas Ähnliches. Rodewald Nummer 17. Wir sehen auch einen breiten Graben, der sich im Getreide abzeichnet, mit einer Insellage drum. Im Westfälischen, so kann man sehen, wurden auf solchen Inseln bisweilen so kleine Speicher errichtet, Gräften genannt. Hier ein Beispiel dafür aus dem Freilichtmuseum in Lippe. Und bei Fisbeck oben gibt es einen kleinen See mit so einer Insel. Da hat man vermutet, dass da eine kleine Burg drauf gestanden hat und hat auch, meine ich, ein Modell drauf gesetzt. Allerdings ist dort dann auch eine Ortsbezeichnung in Fisbeck, die heißt Goswall, Goshoff, mit anderen Worten Gänsewall, Gänsemeer. Und mir scheint, dass auch möglich ist, dass hier statt einer Burg einfach eine Anlage gewesen ist, wo Vögel übernachten konnten. Ein sogenannter Vogelfang. In der Gemarkung Hassel 9, sehen wir hier so eine Anlage. Da hat die Kreisarchäologin Frau Precht einmal nachgefragt und nach Angaben des Grundbesitzers Fleischer handelt es sich um einen 1980 ausgehobenen Entenfang. Nach Kreisjägermeister Kruse nehmen die Enten die künstlichen Inseln aufgrund ihrer Schutzlage gern als Bruthilfe an und können auch leichter bejagt werden dort. Und darum finde ich, der Entenfang ist auch eine gute Möglichkeit, uns diesen See mit der Insel in Lichtenhorst zu erklären. Aber es bleibt noch immer Raum für neue Überlegungen. Ja, dann kommen wir zu einer nächsten Gruppe von Anlagen mit mehreren Wällen drumherum. Und die wohl bekannteste, weil Herr Gräbner und Herr Friedrich darüber auch schon geschrieben haben, ist die Anlage in der Nähe des Klosters Wienhausen, Wienhausen Nummer 3. Dort liegt am Rand der Okerniederung eine mehrfach umwallte Anlage, die auch in den Landkarten erfasst ist. Und trotz einer Grabung, einer Suche mit Metalldetektor, Magnetprospektion gibt es keinen Nachweis, was das gewesen ist. In einer Korrespondenz äußerte der in Wienhausen ansässige Lehrer Arthur Mohwinkel den Verdacht, es könnte sich um einen Immenwall handeln. Allerdings revidiert er das später 1975 in einem Schreiben und meint, dort hätte wohl der Pestfriedhof der Ortschaft Wienhausen gelegen. Und da muss ich etwas lachen dabei, weil ich finde immer, da geht es auch um eine Wertigkeit. Pestfriedhof ist besser als ein Bienenzaun und es klingt auch immer viel besser, als wenn
wenn man sagt, da war vermutlich eine Burg, als nur ein Vogelfang. Also wahrscheinlich im Zaun. Genau die Anlage, genauso die Anlage in Bannetze oben am Meer, wunderschön in der Mitte, wahrscheinlich der Bienenzaun und rundherum dann mehrere Gräben und Wälle. Ich habe das mal im Gelände aufgesucht und hier der spezielle Trick von Herrn Frese, die Welle habe ich mit einer Rolle Klopapier markiert. So kann man deren Verlauf im dunklen Wald gut schön sehen. Ja, wir haben dann noch eine Anlage, die auch so ähnlich schön mit mehreren Wellen umgeben ist, in Dienstrop, in einem Feuchtgebiet, auch nochmal hier farblich markiert. Oder in Krelingen eine kleine quadratische Anlage mit mehreren Wellen. Und das wohl tollste Beispiel in Dudenroden, Bostel Nummer 1. Viele, viele Wälle umgeben ein ganz kleines Zentrum, wahrscheinlich auch wieder einen Bienenzaun. Und dann noch hier als letztes dazu Alvan Nummer 8, die große Anlage mit mehreren Wellen, in der Mitte ein Ringwall. Und es wurde dort auch mal ein Münzhort gefunden von 1690, würde auch gut passen zu unseren Deutungen. Ich komme zum nächsten Punkt, nämlich Hofbefestigung. Sehr ausgeprägt ist das hier zu sehen in Haverbeck, ein wunderbarer Ort in der Heide, empfehle ich Ihnen mal direkt anzugucken. Da liegt mitten im Heidekraut diese mehrfach umwallte Anlage, die schon immer die Fantasie der Betrachter angeregt haben. Burgartiges Aussehen heißt es da wieder und Schwedenschanze auf der topografischen Karte. Und es gab eine Ausgrabung. Wolfgang Dietrich Asmus hat 1965 bis 1968 hier gegraben und festgestellt, dass es sich nicht um eine Wehranlage handelt, weil erstens die Wälle nur aus Plaggen bestanden, zweitens die Ringgräben mit einer massiven Erdbrücke überführt wurden und drittens der Brunnen, den sehen wir ja sehr schön, diesen Punkt, außerhalb der Gräben lag. Es gab Keramikfunde, die zusammen mit einem C14-Datum dann die Anlage ins 15. Jahrhundert datierten. Und es gab auch Pfosten von einem großen Bau. Einige haben dann davon gesprochen, dass das eine Zehntscheune des Verdener Bischofs gewesen sein könnte. Ich bin mir da nicht so sicher, aber auf jeden Fall also eine umwallte Hofanlage, die gibt es auch noch an mehreren anderen Orten. Aber hier zeige ich zum Beispiel mal ganz schlichte, hier ein Luftbildbefund mit einem einzigen Ringwall und Graben und wir sehen in der Mitte das Haus mit 8 kräftigen Pfosten in einem Rechteckbau und einen kleinen Vorbau kann man auch noch erkennen und die und den Brunnen davor kann man sehr schön sehen in Rodewald. Wie alt mag das sein? Als kleine gedankliche Hilfe können wir uns bewusst machen, dass Holzpfostenständerbauten so ab der Mitte des 13. Jahrhunderts nach und nach abgelöst wurden, dann durch Fachwerkbalken, die auf Findlingen ruhten. Also kann man sagen, auch vielleicht wieder 15. bis 16. Jahrhundert, diese Hofanlage. Wie auch dann bei Dudenroden-Bostel Nummer 4 ist eigentlich derselbe Umfang und dieselbe Anlage. Allerdings in unserer archäologischen Datenbank wird hier von bäuerlicher Fluchtburg gesprochen. Da haben wir es mal wieder. Fluchtburg ist interessanter als einfach nur ein Grundstück. Ja, Burganlagen, Römerlager in Melzigen Nummer 54 wurde auch davon gesprochen, im Volksbund Römerlager genannt, aber in Wahrheit handelt es sich wahrscheinlich nur um ein Gehege. Und dann haben wir Negenborn Nummer 4, hier auch
wieder eine bäuerliche Fluchtanlage. Nichts deutet darauf hin, es gibt keine Funde, die Wälle sind nur ein Meter hoch. Warum soll das eine Fluchtanlage sein? Oder hier Öse Nummer 1 auf einem Berg gelegen, ein kleiner Ringwall. Ja, da könnte vielleicht ein kleiner Wachturm gestanden haben, aber mehr ja sicher nicht. Gibt es denn Kriterien, wo man nun Burgen von kleinen Wallanlagen für ökonomische Zwecke unterscheiden kann? Ja, nach meiner Ansicht und was ich jetzt so geguckt habe, haben kleine Niederungsburgen und Motten alle einen deutlich breiteren Graben, das ist das eine Kriterium, und auch einen deutlich breiteren Wall rundherum, wenngleich bei allen Anlagen der Innenraum relativ gering ist. Als schönes Beispiel sehen wir hier auch neu entdeckt jetzt bei meiner Untersuchung in Mandelsloh gleich mehrere kleine Burgen in der Niederung der Leine nebeneinander. Drei Stück sehen wir hier mit Gräben und Wällen, die alle breiter sind als bei kleinen Anlagen für Imkerei und Schafzucht. Dann möchte ich Ihnen unbedingt noch zeigen hier dieses. Das ist eine Anlage, die ich selbst 1999 aus der Luft entdeckt hatte. Im Maisfeld sehen wir zwei große grüne Ringe. Und es gab dort ein besonderes Ereignis, nämlich am 22. Mai 1547 war dort das Nachtlager für ein protestantisches Heer mit 3000 Reitern und 6000 Fußsoldaten. Am nächsten Tag war die Schlacht bei Drakenburg. Und es hat an dieser Stelle ein Anbauer namens Mesebrink auch einen grauen Kump gefunden mit Münzen, sehr vielen Münzen aus wahrscheinlich dem Besitz eines Söldners, eines Landsknechtes. Und nun war die Frage gleich, könnte diese Anlage damit in Verbindung stehen? Vielleicht, dass man da die Pferde drin aufbewahrt hat. Und es gibt ja so einen Punkt dort im Mais. Und da haben wir dann vor 20 Jahren einmal eine Grabung unternommen. Da sehen Sie mich auf dem Planum stehen. Und wir sehen, es ist eine Art Tränke. Das sieht man an den humosen Ablagerungen. Und es gibt hier dann einen Schnitt. Und da sehen wir, dass diese Tränke in zwei Schichten aufgebaut ist. Zuerst war sie größer, es hat sich da Wasser drin gesammelt. Und ganz unten haben wir auch einen Holzpfahl geborgen, der allerdings jetzt erst C14-mäßig noch datiert werden muss. Und dann ist die Grube zugeschüttet worden und ist nochmal ein neuer, kleinerer Teich entstanden. Wir haben ein bisschen grau-blaue Keramik gefunden und ein bisschen glasierte. Also alles in allem, denke ich, es hat nichts mit der Schlacht zu tun, sondern ist einfach wieder ein Viehgatter oder auch der Ort, wo mal ein Anwesen gestanden hat, ein landwirtschaftliches, wo wir die Pfosten allerdings im Mais nicht sehen konnten. Ja, dann komme ich zu der letzten Gruppe von kleinen Wallanlagen, die nenne ich mal mit Sonderfunktionen ausgestattet sind. Zum Beispiel diese hier, die wir sehen, Grünhagen Nummer 3, Kantenlänge 16 Meter und der Ortsname legt hier eine andere Funktion nahe, es heißt nämlich Galgenberg. Also war hier wahrscheinlich der örtliche Richtplatz. Dann haben wir hier Quendorf, ganz im Westen von Niedersachsen, Quendorf Nummer 4. Dort ist auf der Bentheimer Karte des Brüsseler Atlases von 1573 eine Antoniuskapelle verzeichnet. Und Antoniuskapellen stehen meistens im Zusammenhang mit der Unterbringung von Leprakranken. Die Keramikfunde in dieser Anlage datieren vom 14. bis ausgehenden 16. Jahrhundert. Und vielleicht die interessanteste kleine Grabenwallanlage findet sich publikumswirksam oben im Touristengebiet von Cuxhaven. Und Sie kennen sie vielleicht, wenn Sie da schon mal waren. Judenkirchhof heißt der Ort, aber mit
Judenkirchhof hat das eigentlich gar nicht zu tun. Es gibt dort keine Bestattung. Wir sehen eine kleine ringförmige Anlage. Seit 1905 wurde diese immer wieder untersucht, also jetzt seit 115 Jahren. Und der Name geht auf jüdischen Grundbesitz zurück, aber alles andere ist auch nach 115 Jahren weiter fraglich. Es gibt neolithische Funde, es gibt Bestattungen aus der vorrömischen Eisenzeit, also Urnen im Bereich der Wallanlage. Und es gibt eine Datierung und die ist bronzezeitlich. Also, das sollte uns davor hüten lassen, immer gleich zu sagen, kleine Grabenwallanlagen sind alle Produkte der frühen Neuzeit oder des ausgehenden Mittelalters. Und darum ist jetzt natürlich auch am Ende die Frage, wie gehen wir damit denkmalpflegerisch um, wenn das nämlich, wie die Kollegen dann geschrieben haben, in der archäologischen Datenbank Viehferche gewesen sind oder sogar Viehkrale, schreibt einer auf Afrikanisch. Soll man dann die alle aufnehmen, diese hunderte Objekte oder Pflanzgehege, verstopfen die nicht nur jetzt sozusagen das ganze Fundensemble? Jemand sagte, einen Bienenzaun und runzelte amüsiert die Augenbraue, fliegen die Bienen da nicht einfach drüber weg? Manchmal hilft dann wenigstens noch ein Einheimischer der kleinen Grabenwallanlage zu etwas Würde. Hier zum Beispiel in Alvern Nummer 3 heißt es, nach Hausmeister Neubauer von Hermannshorst soll es sich um eine alte Gerichtsstätte handeln. Ja, die Anzahl dieser Anlagen ist auch stark rückläufig. Wir sehen auf einer Rezesskarte der Gemarkung Hohne hier einen Ausschnitt. Sehen wir, wie schon damals bei der Auflösung der Allgemeinheit die Anlagen brutal zerschnitten wurden. Sehr schön hier zu sehen. Es entstanden hier drei Flächen, 142 aus 5, 143 aus 5, 144 aus 5. Mitten rein in die runde Ringwallanlage, zack, entstand ein rechteckiges neues Ackerstück. Und ein eindrückliches Beispiel für Zerstörung. Hier in Frankenfeld bei Rethem habe ich im Jahre 2000 selbst aus der Luft fotografiert, eine wunderschöne ringförmige Wallanlage. Und Sie können jetzt hier in Google Earth selbst sehen, wie die nach und nach abgebaut wurde. Erst sehen wir noch die Anlage vollständig, allerdings auch schon Mais mittendrin. Also ist man da schon reingefahren und aus der Wiese wurde schon ein Acker. In einer zweiten Luftaufnahme sehen wir dann, wie der obere Wall schon abgeflücht ist und nur noch die Bäume stehen. Und dann auf der nächsten Aufnahme können wir sehen, ausgerechnet an dem Tage waren gerade die Bäume gefällt worden. Hier sehen wir sozusagen die Stubben im Acker. Und dann das letzte aus dem Jahr 2000 sehen wir, wie jetzt nur noch der südliche kleine Rest der Anlage steht. Also ist es nicht gelungen, dem Eigentümer damals, 2004 wurde er schriftlich informiert, nun beizubringen, dass es sich um eine wichtige kulturhistorische Anlage handelt, entweder von seinen eigenen Vorfahren, von dem Hof oder zumindest auch für das Dorf und dessen Wirtschaftsgeschichte interessant. Dabei sind diese Anlagen wirklich im Gelände schöne Anlaufpunkte für Touristen und die könnten auch zum Beispiel eine schöne Aufgabe für Ehrenamtliche mal alle 5 Jahre aufgesucht werden, um zu sehen, wie der Bestand ist, ob da eine Gefährdung vorliegt und nur in Einzelfällen sind sie gesichert. Zum Beispiel hier sehen wir als letztes Foto eine Anlage oben auch in Gellersen, Südgellersen. Dort hat man aus dem Schafstall, wir sehen wieder den rechteckigen
dieses rechteckige Fundament. Da hat man einen Friedhof rundherum angelegt und das ist jetzt dann der zentrale Ort für diesen Waldfriedhof. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen, möchte noch darauf hinweisen, dass dieser Vortrag in diesem Jahr in der Reihe der Veröffentlichung des Freundeskreises für Archäologie in Niedersachsen erscheinen wird, in gedruckter Form, aber auch online. Und als zweites möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich dann im nächsten Jahr am 14. Januar zuversichtlich darauf hoffe, dass wir uns live treffen können in Hannover. Und wir erwarten dann einen Vortrag von Herrn Dr. Song über militärische und private Anlagen in Nordrhein-Westfalen aus der römischen Zeit. Und zu diesem interessanten Vortrag hoffe ich dann, dass ich Sie wieder auch mal persönlich sehen kann. Für heute möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie so viel Geduld hatten, mir hier jetzt zu folgen in diesem Vortrag. Und ja, Ihnen alles Gute.